say legal, big guys, no shots behind the back of the head. When you're in close, no shots can do lots of damage. Kleiner Spaziergang, und dann geht's auf zur Waage. Der lehnt sich gestern an ein Auto dran, ne? Und macht so Bilder, Posen und hin und her und macht seinen Fuß drauf. Und das Auto war genau 1:1 wie unser Auto. Und wir gucken so auf Kennzeichen. Der hat der Vakus so, ey, wenn das mein Auto ist, hätte deine Zähne rausgehauen, ne? Wir haben das gar nicht, was meint er damit? Der meinte, Bruder, das ist gar nicht unser Auto. Wir gucken so, Bruder, das ist gar nicht unser Auto. Der war einfach genau so ein Bulli, einfach genau vor unserem geparkt. Hier, warte, ich zeig euch die Pose. Bitte. Ey, guck mal, bitte Fuß. Die Bilder, ey. Guck mal, wie die Beine war. Und wenn du jetzt weniger oder mehr wiegen würdest, was würde dann passieren? Hätte das Konsequenzen? Nein, das hat keine Konsequenz, weil im Schwergewicht hast du ein offenes Limit. Aber ich habe immer ein Wohlfühlgewicht. Heute habe ich wieder mein Wohlfühlgewicht gebracht. Siehst du, wie angespannt er ist? Das ist normal, Spock auf Frage. Der will am liebsten niemanden sehen. Das auch. Weil das macht ihn nervös. Aber es ist normal. Sehr gut. When I say legal, big guys, no shots behind the back of the head. When you're in close, no shots can do lots of damage. Yeah!
Ich bin gestorben. Herzlichen Glückwunsch, Bruder Herd. Dankeschön, Bruder, dankeschön. So krank. Endlich haben wir alles hinter uns. Die harte Vorbereitung hat sich ausgezahlt. War auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Zeit. Und ja, ich kann mir endlich Urlaub gönnen. Endlich Urlaub. Wie lange waren wir nicht mehr in der Folge? 4 Monate? 5 Monate? Ja. Dann die Krankheit, aber... So, wir sind Europameister wieder. Let's go. Hey, Jungs, aber das kannst du nachvollziehen, dass da einige schon das Herz in die Hose gerutscht ist, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe das so ein bisschen mitbekommen, so außerhalb. Das war so ein bisschen so Rocky-Feeling, ne?